Hallo Leute und willkommen hier bei Leocraft. Im ersten Part haben wir ja schon das Haus in den oberen Etagen angeguckt, bis einschließlich dieser Waffe hier. Heute geht es dann zu den unteren Etagen und dem Keller und wir schauen einfach, wie weit wir kommen. Einmal der Keller ist ziemlich weitläufig. Ich denke, ich fange da an, wo es am einfachsten ist. Eine kleine Redstone-Ausstellung. Die wurde schon mal beklaut. Deswegen habe ich ja die Version auch wieder neu hergestellt. Nein, runter wollen wir noch nicht. Zum Bootshafen ist die nächste Station. Da geht es auch runter. Also hier gibt es scheinbar einen Hafen mit jede Menge Booten. Und hier kann man das Tor öffnen. Und dann kommt man raus. Und das Gute hier ist, man sieht es von außen nicht. Man würde es nicht erkennen, wenn man es nicht weiß. So, wir gehen weiter. So, was haben wir? Und wo kamen wir? Das hatten wir, das hatten wir. Aufzug kennen wir. Ah, jetzt. Leerer Raum, gut. Da denke ich, kann man seine eigene Kreativität. Dann zur U-Bahn-Linie 3. Ja, ich denke, das ist auch eine neue U-Bahn-Linie. Die führt, glaube ich, zu den Farmsystemen. Doch, das war, glaube ich, die U3, die zu den Farmsystemen führt. Und was ist hier? Auch ein leerer Raum. Gut, dann gehen wir jetzt eine Etage tiefer. In die tieferen Schichten des Kellers. Siehst du, wird schon dunkel. Zugang im. Also hier ist nichts, aber es gibt hier noch den Zugang zum MP-Bereich. Sieht ja schön aus, schön gemacht. Geht weiter runter bis nach, ja, quasi ganz unten. Das scheint er zu sein, ist auch noch nicht ganz fertig. Also, hier einmal ein Glücksspiel. Da kann man auf etwas setzen. Was macht dieser Command? Ah, der spawnt dann die Tickets, wenn man gewonnen hat. Kann man mal machen. Ich setze auf mein K3. Entschuldigung. So, jetzt kommt mein K3. Ah, läuft schon. Nein! Gut, das ist klar. Gut, hätte ich doch auf meinen Cut 4 gesetzt. Ist es kaputt? Nee, gut, fährt auch. Fährt auch. Na gut, ich kann einpacken. Bei. Oh, das war, glaube ich, ein Fehler. Gut, Tickets gibt es diesmal nicht. Und auch hier kann man nicht. Guckt man da weiter? Nee. Gut, wir gehen dann woanders weiter. Zum Pilzfarm. Pilze sind ja die unrentabelsten Farmen. Mal sehen, wie das hier gelöst wurde. Ist auch eine große Farm. Haken. Geben von 3. Wie ist es? Da sind Pilze. Und die wachsen irgendwie nach. Gut. Meine Stimme ist schon wieder im Arsch.
Die wachsen dann irgendwie nach. Gut, die rentabelste ist es nicht. Kann man einfach mal weitergehen. Pilz vom Labor und Steuer. Baustand. Mehr ist da nicht. Machen wir mal die Automatik an. Ich denke, die gehen dann auch ins große Hauptlager. Gut, das war's hier. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sehen, außer diese komische Anlage. Was macht diese Anlage? Was ist in dem Minecraft? Nichts. Ah, hier kommen die Pilze an. Gut. Gut, wir gehen weiter. Da kamen wir her. U-Bahn, das ist doch gut. U-Bahn ist immer gut. So, jetzt ist die Frage, wohin fahren wir? Haupthaus und Haupteingang. Zoologischer Gartenhotel, da waren wir noch nicht. Haupthaus waren wir. Zoologischer. Ich wusste es. Falsche Richtung. Die nehmen wir nicht, wir nehmen die andere Linie. Schade, dass die Anzeige nicht funktioniert. Nächste Abfahrt in. Oh, jetzt kommt auch meins. Endlich ging er etwas schneller. Master Key. Hier wird also die Geräusche abgestellt. Ja. Auch durch einen Command, der braucht halt immer etwas, bis er ausgeführt wird. Ja, wieder die Lags der Welt. Wo sind wir hier? Scheint die Endstation zu sein, sonst gäbe es hier eine zweite. So, wo sind wir hier? Ja, Zoo Hotel. Was machen wir zuerst? Wir machen zuerst den Zoo. Komm, weil wir es können. Hier eine Lageplan. So. So groß ist er gar nicht. Gut. Also kriegen wir den schnell hin. Ein Emerald. Hey, das hat nicht geklappt. Menno. Gut. Komm. Smaragd. Na. Smaragd. Nice. Wir sind drin. So, dann machen wir jetzt noch schnell. Time. Set. Day. Ah. Dawn of the third day. Gut, jetzt stimmt es gar nicht mehr. So. Wie gesagt, der Zoo ist nicht besonders groß. Aber er hat eine Aussichtsplattform. Nice. Komm. Nee, gut, das wäre schlimm. Das wäre fies. Wir gehen tatsächlich wie jeder andere auch hoch. Ganz normal mit der Leiter nach oben. Genießen dann die Aussicht und fliegen weiter. Na, wir würden sagen, wir fangen rechts vom haben wir angefangen, machen wir auch weiter. Hier ist noch eine zweite Aussichtsplattform. Und dann gibt es hier, was ist hier noch? Freigehege.
Ach so. Hey, nice. Ein Schaf. Ein Schaf ist im Freigehege. Mehr nicht. Ja, so eine Tür kennt man ja auch. So, wir gehen weiter rechts. Da ist noch nicht weitergebaut, offensichtlich. So. Ist Absicht, dass man hier lang gehen kann? Ja, ist es. Seit Beta 1.4 gibt es Wölfe. Scheint aber nicht da zu sein. Man soll sie nicht schlagen, die Tiere. Gut. Streicheln und melken erlaubt. Hey, wer streichelt? Hey, ne, einmal haben wir sogar. Kühe. Alles andere als Kühe. Also, der Zoo sollte etwas besser sein. Wölfe sind... Irgendwie fehlt alles. Auf Wiedersehen ist nicht das, was wir wollen. Ist hier nicht irgendwo... Hier oben ist noch was. Hier entsteht bald die Zooverwaltung. Jetzt sollte es gehen. Stimmt, jetzt haben wir hier Kühe ordentlich in einer Reihe. Noch einen Eimer und kann man die melken. Ey, die Wölfe gehen auch. Zoo-Wölfe. Die bellen ja richtig. Heulen gar nicht. Gut. Der Besuch hat gereicht. Also, nachdem man hier neue Tiere gespawnt hat, ging's. Wir gehen jetzt ins Hotel. Oh, die Tiere sind ausgeflogen. Hehe. Vielleicht kommt man da mit dem Master hier auch etwas weiter. Schon wieder eine Viertelstunde herum. Hey, ein Villager. Ein Notenblock. Schade, bringt uns nichts. Zimmer. Oh, sweet. Das ist gut. Sweet. Gut, ich will mich jetzt nicht. Wo kriegt man hier Schlüssel? Frank! Villager, kann man bei dir was kaufen? Bauer? Hm. Der will keine Schlüssel verkaufen. Speisesaal. Nö, funktioniert scheinbar nicht. Schade. Schade, schade, schade. Gut, wir fahren mit der... Moment. Wo lang wollen wir? Wir wollen wieder weiter mit der U-Bahn fahren. Hey, gerade sogar ein Zug da. Glück gehabt. Komm, noch eine halt gut zum Abschluss. Ne, noch eine zweite. Doch, noch eine dritte. Oh, es geht los. Ja, wir fahren wieder zurück. Wir fahren jetzt, wie machen wir es? Wir fahren wieder bis zum Haupthaus mit. Nice.
das war's nicht. Ja, Richtung Haupthaus. So. Noch eine Station müssen wir machen. Ne, sind wir sogar da. Da waren wir vorhin. So, wir sind jetzt, glaube ich, wieder. Ja, am Haupthaus. Jetzt gehen wir Richtung Farmsystemen. Gott, das laggt immer noch. So. Wir wollen in den Keller. Warum auch immer. Wir gehen jetzt zu 3. Hoffentlich hört es auf. Jetzt Nachfalllicht rum. So, U3. Boxlagerportal. Nicht so der Brüller. Und auf der Seite. Dann würde ich doch eher sagen, fahren wir Richtung Boxlagerportal. Die müssen wir jetzt nochmal lang. Ich meine, ich hatte die 5. Ach, mehr hatte ich vielleicht gar nicht. Gut. Dann gehen wir erstmal hier hin. Eigentlich wollten wir jetzt Farmanlagen. Gut. So, jetzt haben wir endlich wieder eine Hand frei. Tunnelsystem, nee, wir gehen zum Boxlager. So, was ist das hier denn? Auch wieder ein Leck, aber man kann in die Länge gucken. So, auch mal schön. Etwas. Wir können das jetzt mal wegschicken. Ne, also hier ist ein Boxlagersystem, man nimmt sich eine Keycard einfach raus und dann hat man die. Und es ist jetzt Nacht. So, was ist hier noch? Für den Cheater. Boxkarten für den Cheater. 40 Boxkarten für jede Sorte. Da kommt dann doch mal jeder ran. So, jetzt gehen wir hin. Zur Homebahn, die fährt dann zu. Ja. Dummerweise fährt diese Linie nur bei Tag, deswegen machen wir es gleich mal Tag. Also, ich habe es jetzt mal Tag gemacht und da kommt auch schon die Homebahn. Kann man sich mal reinsetzen. Jetzt geht der Countdown. Von welcher Seite aus bitte? Ach, von hier. So, gleich mit weitergehen. Auch nicht. Also jedenfalls nicht das, was wir wollen.
Kabel fahren gleichzeitig. Bergstation. Da steigen wir mal aus. Wir steigen an der Bergstation aus. Und schauen mal, was es hier alles gibt. Wir fangen hier einfach mal an. Da kann man, glaube ich, nach unten gehen, oder? Damit habe ich, glaube ich, recht. Kommt man hin, wenn man nach unten geht? Einmal nach draußen und das andere mal ins Tunnelsystem. Ja, ich habe immer recht. In dieser Welt zumindest. Ich kenne mich doch schon ganz gut aus. So. Aber ihr wollt jetzt bestimmt nicht das Tunnelsystem, sondern mal schauen, was sich hier so verbirgt. Die Zeitwarte. Ah. Das ist nicht so schön natürlich. Gut, jetzt ist wieder Dawn off. Also Tag. Die Homebahn müsste fahren. Das ist Zufall gewesen, ja? War keine Absicht. Stimmt, das wollten wir dann auch noch irgendwann machen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange der Part schon ist. Ich mache jetzt mal noch 10 Minuten auf dem Part. Ja, das machen wir. Okay. Hier hat jetzt offensichtlich was gebackt. Jetzt läuft's. Ja doch, jetzt muss es laufen. Nein, jetzt läuft's noch nicht. Nice. Bug. Ich gehe mal raus. Hey, ist schon die Station gewesen. Eingang Hafen. Eingang Hafen ist nicht das, wo wir hinwollen. Sondern da hinten wie weit muss man denn hier fahren? Jetzt sind wir wieder am Haupthaus. Ach, wir sind die falsche Richtung gefahren. Hey, wir kamen doch vom Boxlager. Wir sind jetzt fast einmal rumgefahren. Okay, hier leckt's mal wieder. Zentrallager, das müsste sein, oder? Ah, hier sind alle Sachen, die... Kürbisse müsste es geben. Tatsächlich. Ah, hier werden Spezial-Items produziert. Not track.
Eine weitere Version der Braumaschine. Anders als die erste, die wir gesehen haben. Gut, aber wir wollen eigentlich zu den Farmen. Das war ja die Idee. So. Wo kamen wir her? Wo geht's zur Homebahn? Da kamen wir her. Wir können ja mal anders nochmal hoch. Irgendwas ist gerade ein bisschen. Oh, hier sieht man die Verarbeitung dieses DMS. Also digitales Minecart-System. Jetzt sind wir bei den Farmen. Das ist so eine Art Ringlinie, die Homebahn. So. Was haben wir? Da gehe ich mal wieder. Wir haben ganz klassisch hier die Villager Farm für Weizen. Und für rote Beete. Dann, was haben wir hier? Kakaofarm. Dann Zuckerrohrfarm. Tageslichtsensor. Hier runter geht's nicht weiter mit den Farmen. Ja, und die Farmen im Einzelnen schauen wir uns dann im nächsten Part an.